Natürlich ist es schade um den Heimsieg wieder mal. Wir müssen letztendlich einfach mutiger nach vorne spielen. Wir müssen präziser im Spielaufbau sein. Und ja, dann kommen wir auch besser nach vorne, kreieren mehr Torchancen. Und ja, die Freilaufbewegungen und die Präzision hat einfach am Anfang in der ersten Halbzeit gefehlt. In der zweiten Halbzeit, vor allem nach dem Rückstand, haben wir es dann besser gemacht. Und dann sind wir auch besser zu Chancen gekommen und weiter nach vorne. Ja, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das Spiel analysieren. Wir werden die Fehler genauso mitnehmen in die Länderspielpause wie die positiven Sachen und versuchen natürlich, die Fehler zu beheben und zu verbessern. Und ja, dann schauen wir, dass wir gegen Aue einen Heimsieg holen. Ich glaube, dass wir uns in der ersten Halbzeit eher schwer getan haben, weil wir uns viele Fehlpässe geleistet haben. Waren dann die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit auch zu passiv und geraten folgerichtig in Rückstand. Und dann fangen wir auf einmal an, wo wir schon eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen, Fußball zu spielen und haben es auch richtig gut gemacht, muss man sagen, und uns einen Ausgleich verdient. Und wie gesagt, am Schluss hatten wir dann auch zwingende Torchancen, haben viele Standards rausgeholt und hätten vielleicht mit ein bisschen Glück sogar hier einen dreckigen Sieg mitnehmen können. Auf jeden Fall die Erkenntnis, dass wir auch vom Rückschlag nicht umfliegen. Aber natürlich auch müssen wir selbstkritisch sein und uns hinterfragen, warum wir immer erst anfangen zu spielen, wenn wir hinten liegen. Wir müssen gucken, dass wir den Mut, den wir dann gezeigt haben, von Anfang an zeigen und so ein Spiel gegen echt stark machen. Und ja, da bin ich guter Dinge, dass wir gegen Aue gewinnen werden. Ja, ich glaube, dass es generell gut ist, dass man jetzt auch sieht, wie wichtig es ist, dass wir so einen großen Kader haben. Ich kann mich erinnern, dass wir noch vor Wochen gesagt haben, der Kader ist zu groß, jetzt sind wir froh, so ungefähr, wenn wir 18 Mann haben. Und Rodri war die ganze Zeit im Training und auch letzte Woche gegen Fürth, wo er reingekommen ist, richtig gut drauf. Und für ihn freut es mich besonders, weil er jetzt auch richtig lange warten musste auf seinen Einsatz. Und ja, er hat richtig gut gespielt, hat nochmal richtig Schwung reingebracht. Und auch für Tego war es natürlich keine einfache Situation mit dem Torwartwechsel. Und ja, auch für ihn freut es mich, dass er ein ordentliches Spiel gemacht hat, Sicherheit ausgestrahlt hat. Und ich glaube, das ist auch so, wie es halt sein sollte, dass in der Mannschaft dann auch die Spieler, die reinkommen, nochmal frischen Wind reinbringen und nicht nur ja, dann halt mitspielen, sondern wirklich Aktionen haben. Und auch Marius Wolf zum Beispiel war richtig gut, wo er reingekommen ist. Und so muss es sein und so muss es auch in Zukunft weitergehen.